Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Horror Adventure VR auf der PlayStation VR 1. Ja, ein klitzekleines Horror, eine Horror Experience, die ich mir runtergeladen habe aus dem PlayStation Store, weil die gab's umsonst. Da kann ich nichts falsch machen. Etwas habe ich allerdings schon falsch gemacht. Ich habe probiert, das Ding zu spielen und es ging nicht. Also es ging nicht, weiß nicht. Ich habe es jetzt mal hier. Ich schaue erstmal dahin und drücke X, wie das Spiel mir das sagt. So, dann beginne ich das Spiel, wie das Spiel mir das sagt. Jetzt kann ich, glaube ich, gleich noch ein paar Einstellungen treffen. Ich habe das Spiel bereits schon probiert zu spielen, ging aber irgendwie nicht weiter, war irgendwie verbuggt. So. Ah ja, hä? Das habe ich so nicht eingestellt. Ja, Bollo, das hier, also im Gegensatz zu, Affected the Manor, was ich jetzt zuvor gespielt habe und aufgenommen habe, ist hier die Drehung viel zu schnell. Ich kann sie aber, hat man ja im Einstellungsmenü jetzt gesehen, ich kann ja gar nichts anderes machen. Und ich vermute aber tatsächlich, dass in dieser Horror-Experience jetzt hier tatsächlich der Dual-Shock-Controller benötigt wird, weil ist ja für PS4 konzipiert. Und jetzt sehe ich endlich diesen Controller auch mal im Spiel, ne? Den PS5-Controller habe ich nicht gesehen. Kann ich hier irgendwas... Ja, also auf jeden Fall ist der jetzt hier zu sehen, der PS5-Controller war nicht zu sehen. Grundsätzlich gelaufen ist das Spiel so. Wir sind vorangekommen, haben uns ein bisschen bewegt. Spiel ist vielleicht auch ein bisschen hart gesagt, das ist ja auch bloß eine Horror-Experience tatsächlich. Moment. Sie hat sogar einen Schatten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte jetzt diesmal laufen. Also es ging wirklich so gut wie gar nichts in dem Spiel. Ich konnte zwar überall hingehen, aber es ist irgendwie wenig passiert und irgendwann stak ich dann fest und es ging nichts weiter. Hier haben wir zum Beispiel eine Zeitung, mit der wir interagieren können. Was auch immer da steht. Da stand irgendwann mal was an der Wand in dem Spiel. Okay. Go back or die. Okay, das ist genau das, was ich meine. Ja, die Drehung. Also was die Drehung beim Affected zu langsam ist. Wobei die Drehung da eigentlich okay ist. Ist sie hier zu schnell. Ja. Die Dame da, die saß bei meinem Spielversuch auch da, aber die hat auch nichts gemacht. Die macht doch jetzt nichts. Hallo? Hat doch ein komisches Bein irgendwie. Hat da jemand abgebissen? Ja gut. Sei es drum. Wir müssen hier ein kleines bisschen rumlaufen und... Was ist hier rumgeflogen? Oh, jetzt ist die Dame weg. Interessant. Also es scheint sich ein bisschen was geändert zu haben tatsächlich durch, vielleicht aber auch durchs Deinstallieren und Neuinstallieren des Spiels. Ja, aber hier ist doch was. Ach, X ist hier die Aktionstaste, natürlich. Affected war es R2, jetzt ist es wieder X. Das muss man sich ein kleines bisschen wieder... das muss man wieder ein kleines bisschen lernen. So, hier ist jetzt irgendwas. Den Raum habe ich, glaube ich, meines Erachtens dann schon gar nicht mehr gesehen. Weil hier bin ich gar nicht reingekommen. Es ging nichts mehr bei dem Spiel, tatsächlich. Ich habe erst gedacht... Aber jetzt schauen wir mal, was noch passiert. Also ich habe erst gedacht, das sei richtig verbuggt und ist halt so. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ja, okay. Probier es doch nochmal deinstallieren, neu installieren und eventuell mit dem DualShock 4 Controller. Weil das Spiel ja auch einfach dafür gemacht ist, ne, und nicht für ein DualSense. Nichtsdestotrotz. Hier tut sich jetzt leider nichts weiter. Außer dieser schwere Atem. Optisch ist es auch bei weitem nicht auf dem Level wie Affected, aber es ist
Was kostet die normal? 1 Euro oder 2 im PlayStation Store, maximal 5, glaube ich. Dafür ist das schon mal okay. Aber es muss jetzt natürlich was gehen. Es kann jetzt natürlich nicht wieder solche Sachen machen wie bei der letzten oder beim letzten Aufnahmeversuch. Was habe ich, also was habe ich jetzt gemacht, um das zu triggern? Und vor allem, was muss ich tun, damit es hier jetzt weitergeht? Also wirklich Angst einflößen ist nicht, ne? Ist ein Radio irgendwo? Ah ja. Ein Fernseher, natürlich. Ah, Herrschaften. Grüße Sie. Ich wäre auch nicht begeistert von dem Programm, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. Ja, also jetzt schon mal. Oh Gott, was ist da denn los? Also so ein paar Grafikmacken hatte das Spiel in meinem letzten Versuch auch. Aber dass da jetzt einfach so ein Fenster aufploppt, wo ich sage jetzt mal definitiv keins hingehört. Naja, auch die Türen, zwei unterschiedlich gefärbte Türen. Ah ja, das ist halt so eine billige Angelegenheit. Wie gesagt, für die paar Euro, die das kostet, kann man meines Erachtens auch nicht viel mehr erwarten. Aber ja, trotzdem hätten wir es natürlich irgendwie hübscher machen können. Und vor allem nicht Fenster an Stellen, wo sie. Ich glaube, das müsste sogar das Fenster hier sein. Das war aber schon da. Jetzt ist der Ton weg im Spiel. Da ist eine Tür aufgegangen. Da gehen wir auch hin. Ich suche hier jetzt mal nicht großartig rum. Also es ist eine Horror-Experience, wie gesagt. Hallo? Das sieht aber auch nicht gut aus. Der Sound ist aber nicht schlecht. Ja? Was? Das hätten sie jetzt irgendwie besser verkaufen müssen, finde ich, ne? Was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Okay. Bisschen Soundeffekt noch dazu. So die Tante da unten, die jetzt in dem Raum schwebte, die war ja auch bloß da. Hat ja nichts gemacht. Da, guck an. Geht die auf? Nee. Geht hier was auf? Ich drücke jetzt einfach mal wild wixend X in der Hoffnung, dass dadurch sich irgendwas ändert. Aber es ändert sich nichts. Ein bisschen hängt es auch. Die Tür wäre tatsächlich interessant aufzumachen. Geht aber nicht. Also, dann habe ich jetzt hier oben eigentlich, glaube ich, schon wieder weitestgehend alles gemacht, was ich machen kann. Die Türen sind auch zu, aber vielleicht geht die ja, vielleicht kann ich die ja händisch irgendwie öffnen.
Auf jeden Fall ist jetzt mal ein Geräusch. Aber. Das scheint auch irgendwie hier zu sein. Das ist mit dieser Wand. Ja, das ist immer noch nicht. Das ist immer noch nicht koscher, das Spiel. Das ist leider immer noch nicht koscher. Kann auch nicht mal, kann nicht mal den Controller ins Wasser, ins Blut tunken. Doch, kann ich. Aber bringt mir ja nichts. Bringt mich ja nicht weiter. Klospülung betätigen. Irgendwas. Muss ich irgendwas triggern? Muss ich pinkeln? Muss ich kacken? Ich weiß es nicht. Also, da sollte einem das Spiel schon so einigermaßen irgendwie einen Hint geben, was jetzt zu tun ist, ne? Auch die Tür da hinten. Hier sind so viele Türen. Die ist zu. Die ist zu. Die da hinten ist zu. Und ich bilde mir aber ein, die sollten nicht zu sein. Ich bilde mir ein, die sollten sich zumindest mal ein bisschen öffnen. Nicht alle vielleicht, aber ein oder zwei. Dass man quasi ein bisschen was hier sieht und erlebt. Ne? Jetzt waren wir irgendwie in zwei Räumen drin. Oder drei. Und nichts ist passiert eigentlich, bis auf die schwebende Frau und die in der Badewanne. Hä? Was? Aha. Kommt jetzt langsam wieder Sound auf? Ah ja. Jetzt kommt ja wieder sowas wie Sound auf. Aber das ging vorher nicht mit der Tür. Ihr habt es gesehen. Die ging vorher nicht. Okay. Und es tut sich mal was. Glaube ich. Es sind irgendwelche Stimmen zu hören. Jetzt ist der Kamin auch an. Aber. Oh. Ja. Ups. Oh, Licht aus, geil. Jetzt. Oh, Teddy. Kann ich den nehmen? Oh, hallo? Jetzt tut sich ja mal was. Ja, ist in Ordnung. Als wenigstens mal etwas passiert. Aha. Das Klavier wird hier auch gespielt. Wo ist denn das Klavier eigentlich da? Hä? Da. In Affected wurde auch Klavier gespielt, allerdings. Ja, das Klavier war schöner. Und ein bisschen lauter. Okay. Geht hier was? Oh, was ist denn das? Also das ist tatsächlich, so wie ich das jetzt sehe, wirklich nur so eine Horror-Experience. Fass irgendwas an und dann macht das was. Dann geht die Tür auf oder dann fliegt der Tisch rum. Einfach nur um mal, was weiß ich, es könnte so eine kleine VR-Demo sein. Aber jetzt einfach nur ein rotierender Tisch, der. Okay. Trotzdem ist verbuggt. Irgendwas stimmt nicht mit dem Ding. Aha. Okay, es geht ein bisschen was, okay, aber es ist natürlich. Was sind das für Bodenstrukturen hier, Leute? Hat es draußen geschneit?
Es ist sogar, ich wollte gerade sagen, jetzt ist ein Außenbereich zu sehen, aber es ist überhaupt kein Außenbereich zu sehen. Das ist das Zimmer nebendran, das ist irgendein Schlafzimmer wieder. Da komme ich wahrscheinlich rein, wenn ich hier rechts rumgehe. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Hier sieht es aus, als hätte ich, also entweder sehr schlecht lackiert, die Wände, also vor allem die Wände lackiert, aber trotzdem vorher so abgeklebt, dass es nicht überall hingeht. Nur halt sehr schlecht abgeklebt. Geht hier was? Ja, da geht was, aber ich gucke mich erstmal weiter um. Na, ich möchte nichts triggern, bevor ich nicht hier durch bin. Weil meine Vermutung ist ja noch, Taschenlampe ist leider auch weg, stelle ich gerade fest. Hinter diesen Fenstern, ja, die offensichtlich, also für, aus meiner Sicht, die Außenwand eines Gebäudes darstellen. Dahinter befindet sich ein Bett. Also doch, naja, es ist. Hä? Also die Fenster gehören da definitiv nicht hin, Leute. Oder aber das ist tatsächlich so ein fucking haunted House, dass wirklich alles gehaunted ist. Dass sogar der Architekt. Don't look up. Natürlich look up. Ah! Ja. Ist da wer? Okay. Jetzt wird es vielleicht doch unangenehm. Tür ist auf. Ja, sind Sie denn jemand? Oder ist es etwas? Ich weiß es nicht. Don't look up. Ja, warum mache ich auch das, was ich nicht machen soll? Und jetzt ist sogar der Deckenventilator weg. Oder ist das. Nee, der ist nur so im Schatten, dass man ihn nicht mehr sieht. Okay. Okay. Ist alles in Ordnung. Jetzt gehen wir in die vordere Tür. Also hier, ne? Definitiv. Die haben die Wände einfach umgedreht. Ich weiß es nicht. Also Fenster mitten im Gebäude, um dann den Raum zu betreten, der hinter den Fenstern ist, um festzustellen, dass im Raum keine Fenster sind. Da stimmt doch was nicht. Also der Architekt war schon besessen. Das hier sind keine schlechten Bilder, obwohl die auch sehr, sehr pixelmäßig dastehen. Ja, ihr macht nicht wirklich was, oder? Muss ich fliehen? So wirklich bedrohlich wirken die halt nicht, ne? Ich gehe einfach mal hin. Ich versuche mal mit den Leuten zu reden. 1, 2, 3, 4, 5 sind's. Das kriegen wir hin. Siehst du? Null Bedrohung hier. Null Bedrohung in dem Häuschen. Also inzwischen ist die Experience tatsächlich schon deutlich länger als beim letzten Versuch. Und ich bilde mir ein, es liegt tatsächlich unter Umständen am DualShock 4 Controller. Das Spiel ein. Was? Dass das Spiel das nicht wollte, dass man das mit einem PS5 Controller spielt. Ah, Taschenlampe, super. Okay. Also, jetzt wird es dann doch mindestens mal so ein bisschen interessant. Gruselig würde ich es jetzt immer noch nicht nennen. Aber es ist besser. Es wird langsam besser. Nur diese Badewannentussi da, die war komisch. Die ist irgendwie ganz kurz mal neben der Badewanne aufgetaucht. Da gehe ich erstmal nicht hin. Ich habe Angst, dass das was triggert. Da ist er auf. Dann geht hier bestimmt nichts. Nee. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Das sieht cool aus. Frage ist, ob es gewollt ist. Ein Wecker, der da so einsam und allein rumsteht. Dieser sehr interessant beleuchtete Raum hier. Okay. Doch da rein. Ich komme gleich. Okay, das war jetzt interessant. Das war jetzt cool. So ein paar Sachen können sie tatsächlich. Wieso sieht das jetzt aus wie ein N64-Controller? Ah ja, wegen der Taschenlampe. Okay. Ja. Ja, ich gehe ja schon. Also nach wie vor fühle ich mich nicht wirklich bedroht. Ich denke auch nicht, dass jemand was passieren kann hier tatsächlich. Das wird halt einfach nur so ein bisschen erschreckend sein.
Ja, also ist irgendwas ist. Okay. Aber man weiß halt echt nicht, was man hier machen muss. Diese Tür! Was ist das? Das ist ja nicht normal. Wie? Wie hast denn du das? Also was? Ah, sie hat weiße Spuren an den Fingern. Irgendwas hat die hier veranstaltet, die Frau. Irgendwie aufgespießt oder keine Ahnung. Also das ist dann jetzt auch wiederum nicht schön. Man könnte meinen aufgehangen, ne? Aber es ist halt tatsächlich komisch. Es sieht komisch aus. Die hat sich wahrscheinlich auf den Stuhl gestellt, an dem Ding hier aufgehangen. Das da oben ist halt so scheiße gemacht, dass es aussieht, als hätte die einen Stock im Kopf. Aber nichtsdestotrotz, es geht immer noch nichts hier. Also nicht wirklich. Es sind jetzt ein paar Sachen passiert, das ist cool. Na, sie sind aber die creepigste Puppe, die ich je gesehen, also zumindest mal in einem Spiel, das ich gespielt habe, gesehen habe. Hängen sie noch? Ja, okay. Kann ich ihnen irgendwas antun? Und ihnen kann ich sie abhängen? Nee. Ja, also ich. Ah, das Zimmer ist wieder. Nee, aufgeräumt ist es jetzt nicht. Ja, es war ja auch nicht unordentlich. Ich habe jetzt gerade gedacht, hier sei wieder irgendwas. Aber nicht wirklich. Ich gehe mal wieder woanders hin. In der Hoffnung, dass es weitergeht. Sehr, sehr schöner Strick. Also der Strick. Naja. Oh! Ein Pentagramm auf dem Fußboden. Ja, ich weiß, das Opfer muss sich immer reinstellen. Oder so. Weiß ich nicht genau. Oder muss man Opfergaben reinlegen? Also, es tut sich nichts, wenn ich im Pentagramm stehe. Das heißt, ich muss zwangsläufig gucken, ob was anderes geht. Ein Schlüssel! Boah, das wird jetzt, also das ist ja jetzt dann schon, ne? Ein Schlüssel sogar. Also sowas gab es in Affected nicht, ne? Dann geht bestimmt diese Tür jetzt mit auf. Ist ja auch keine andere da. Alles ist okay. Go back or die. There is not one path. There is not even the right path. There is only your path. Okay. Wieder Taschenlampe, okay. Das stellt sich heraus, dass das relativ lang sogar ist, hä? Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, das ist so ein ganz, ganz kleines, kurzes, schnuckeliges 10 Minuten, Viertelstunde Ding. Gut, wenn es nicht so spacken würde, wäre es vielleicht sogar in der Zeit machbar. Ah, sie. Und wer sind sie? Sind sie die Dame? Sind sie eben jene Dame? Weil sie sehen anders aus. Können wir uns unterhalten? Ich kann sogar in sie rein. Naja, okay. Mache ich mir jetzt mal keine Gedanken. Bisschen creepy ist es tatsächlich, aber halt eben nicht. Nicht wirklich angsteinflößend. Also die Tür geht auf jeden Fall. Das ist ein Fragezeichen. Hä? Ja, irgendwie so random irgendwelche Geräusche hier einfügen braucht er nicht. Also, da muss irgendwas getan werden. Da muss ein Schlüssel her oder sowas. Bestimmt. Dann probieren wir es mal an jener Tür. Was soll denn das? So random irgendwas reinschmeißen, das mag ich eigentlich nicht.
bringt ja auch nichts. Hier ist jetzt einiges ein bisschen doof gelaufen. Aber der Schrank fetzt. Da ist ein Schlüssel drauf. Ja. Oh. Also ganz übel ist es nicht. Im Großen und Ganzen muss ich Stand jetzt sagen, ganz übel ist es nicht, aber es ist natürlich nicht qualitativ auf einem Affected the Manor Level, geschweige denn Resident Evil 7 oder sonst was. Aber es ist eine nette kleine Erfahrung. Die ist wirklich nett. Nett. Das? Was? Kommt ihr jetzt? Oh, Knochen. Ja, okay, es ist mal zu. Das war jetzt cool, wenn die aus allen Richtungen kommen. So wirklich tun sie einem ja nichts. Okay, also ich muss jetzt definitiv irgendwas mit diesen Opfergaben da am Pentagramm tun. Nee, oder? Also noch offensichtlicher geht's nicht, oder? Ja. Wartet mal, Leute, ich gehe mal. Ich kann das besser beobachten, wenn das so ist. Das ist jetzt gar nicht so übel. Ne, ich meine, es ist immer noch auch nicht gut, aber es tut sich zumindest mal etwas. Okay, ich gehe mal raus. Tschüss. Macht ihr mal weiter. Was soll das? Was sollen eure wild gestikulierenden Arme hier? Kann ich da reinlaufen? Bestimmt. Ah ja. Ich kann dem Opfer sogar in die Augen sehen. Mua. Ekelhaft. Dieser Eisengeschmack. Ein Schlafzimmer. Schön. Mit riesigen. Also das ist ja echt gefährlich hier, ne? Also wo ist denn der Brandschutzbeauftragte? Noch ein Schlüssel. So, für welche Tür ist der dann wohl? Und was ist das? Also ich kann mir immer noch nicht erklären, warum das jetzt auf einmal so läuft. Jetzt geht da doch relativ zügig hintereinander hier irgendwas. Dafür, dass beim letzten Versuch, das aufzunehmen, gar nichts mehr ging. Aber vielleicht hätte ich da auch einfach bloß warten müssen. Ja, Jungs und Mädels, jetzt habe ich hier natürlich einen Schlüssel. Ah, das wird die Tür da hinten sein, hier links, wenn ich reinlaufe. Macht ihr mal weiter euer satanisches Ritual. Das so gut wie lautlose. Was? Ja, also mir wird natürlich nichts passieren. Genau, du gehst einfach durch die Wand durch. Ja, Horror-Experience halt. Halt so die üblichen Sachen, die einem so passieren können. Ja, was kriegt einem jemand entgegen? Es kommt einer auf dich zugerannt. Und sowas. Oder taucht plötzlich. Ja. So, jetzt habe ich einen Zettel genommen. Was mache ich mit dem Zettel? Anzünden. Was? Okay. Licht ist aus. Ich sehe so gut wie nichts. Okay. Ich komme zu dir, warte. Können wir über alles reden? Ah, ich kann dich nehmen. Wie bitte, mit dir spielen? Ja. Wer würde nicht gern mit dieser
Ma'am, ich komme zu Ihnen, warten Sie. Was sehen Sie sich denn da? Was sehen Sie sich denn auf Ihrem Bildschirm, der jedes Computers entbehrt, an? Gar nichts. Die Tür, geht die irgendwie auf? Weil sie schon so halb offen steht? Nö. Aber das ist die, die vorher auf der Couch saß. Jetzt ist natürlich die Frage, gehörte die überhaupt auf die Couch? Okay. Also das kann das Spiel nicht von mir wollen, dass ich da jetzt hier reingucke. Interessanterweise ist aber dieses Regal hier auch recht gut beleuchtet. Bin ich das, der vielleicht so atmet? Taschenlampe. Okay, das ist ja richtig lang jetzt inzwischen schon. Also viel länger als erwartet. Eine Kammer. Aha. Was? Ach, süß. Und das soll so eine Art Strangulation jetzt darstellen? So, würde mich nicht wundern, wenn die hier steht jetzt. Nö. Ah. Jetzt ist das ein Projektor und keine Kamera. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre eine Kamera. Oh, ein Geheimgang. Kann ich die jetzt trotzdem noch nehmen? Nö. Obwohl die so schön Licht wirft. Wie eine Taschenlampe. Das ist ja nicht richtig hier, oder? Kann man echt nicht nehmen. Naja, dann gehen wir halt so. Dass hier das Dach fehlt, ist auch ganz normal, oder? Das ist, glaube ich, auch. Der Himmel ist allerdings hübsch. Haben sie ein schönes Bild reingeklebt. Lieber Himmel, hier geht ja noch richtig. Der Poppe wieder. Der Lieblingspoppe. Ah, ein Radio ist hier auch. Naja. Zumindest. Also nicht in diesem Raum tatsächlich, scheinbar. Ich probiere mal durch die Tür zu gehen. Ja. Okay. Das geht ja echt immer weiter. Also es ist unheimlich schlecht gemacht. Das muss man dazu sagen. Es ist unheimlich schlecht gemacht. Was heißt, das muss man dazu sagen? Das habe ich schon einige Male gesagt. Aber ich jetzt bin ich dann doch gerade überrascht, dass es in seiner Grässlichkeit eigentlich doch gar nicht so übel ist. Ne, es ist natürlich qualitativ kein Resident Evil 7. Auf gar keinen Fall. Also da geht was lang und da geht's lang. Ja, es ist auch grafisch unheimlich schlecht, wenn man sieht es allein an diesen Flammen. Ich meine, klar, die PlayStation VR 2 stellt es jetzt auch nicht so gut dar. Das sieht jetzt für euch im Video wahrscheinlich noch. Also die Flammen sehen für euch nicht besser aus, aber so das Video wird besser aufgelöst sein auf jeden Fall. Also ihr habt euch wirklich alle mit Stöcken aufgehangen. Warum macht man sowas? Ich habe auf jeden Fall da. Ich gehe mal durch sie durch. Da einen Schlüssel gefunden. Und der wird wahrscheinlich dann am Ende des Gangs da vorne eine Tür öffnen, den ich jetzt ganz, ganz langsam erreichen werde. Aber an sich jetzt nicht übel, muss ich sagen. Auch nicht wirklich erschreckend. Hier ist jetzt zum Beispiel. Weiß ich auch nicht, das sind die Schatten von den Glühbirnenhaltern da. Aber warum die selber Schatten werfen, obwohl sie das Licht nach oben reflektieren, ist mir ein Rätsel. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Gut. Gut.
Sie sind ein Hund, oder was? Das ist. Ja, es ist okay. Das ist wirklich okay. Also dafür, dass das Ding, wie gesagt, beim letzten Aufnahmeversuch überhaupt nicht wirklich funktioniert hat. Was? Jetzt eigentlich ganz gut. Und es geht sogar noch weiter. Hier liegen überall Knochen rum in dem Haus. Die Musik. Die ist schon wieder weg. Okay. Sogar. Oh! 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 Torsos. Vom Rest des Körpers getrennt. Hier liegen überall Körperteile. Jetzt. Jetzt kommen wir in eine Richtung. Da könnte ja sogar noch was passieren. Natürlich kann ich diese Treppe nicht hoch. Warum nicht? Da ist irgendwas. Irgendwas. Jetzt. Oh. Ja. Ratten. Und wie süß die animiert sind. Ach, herrje. Ach, herrje. Und sie gehen auch ein. Okay. Jetzt wird's. Jetzt wird's vielleicht tatsächlich interessant hier noch, hä? Muss ich vielleicht doch noch vor irgendwas fliehen? Wenn sogar die Ratten fliehen? Okay. Draußen ist Silent Hill. Was habe ich da jetzt gemacht? Okay. Ja. Das, also jetzt wird's lang, also jetzt wird's langsam. Also dafür, dass es sich am Anfang mordsmäßig Zeit genommen hat. Okay. Ja. Hier geht's raus. Da drüben ist aber auch eine Tür. Da muss ich doch immer gucken. Da muss ich doch immer gucken. Aber vermutlich ist sie dann zu. Und dann kann ich den ganzen Weg zurück nochmal gehen. Um die andere Tür zu öffnen. Nö, die geht auch auf. Also das wird ja immer verworrener hier und immer interessanter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das jetzt so sich ausbreitet nochmal, so groß wird. Du solltest hier wahrscheinlich stehen, oder? Nicht liegen. Hat dieses Mädchen gerade die Augen aufgemacht auf dem Bild? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade gezwinkert. Ja? Ach, du schon wieder. Komm, gib mir den Zettel. Du willst mir gar nicht den Zettel geben, okay. Ah ja. Hallo? Hallo? Teufel auch? Nee, wo muss ich jetzt lang? Tatsächlich. Da vorne ist ja stockdunkel, ne? Aber in dem Raum, wo ich jetzt gerade hingeschaut habe, war ich doch schon. Mit der Puppe drauf. Und hier wird auch die Musik lauter.
Ja, aber es geht tatsächlich nicht wirklich was. Ja. Das kann ich tatsächlich nicht nehmen, oder? Das wirkt so, als könnte ich das. Ja, aber es ist. Nee, aber hier geht es tatsächlich nicht weiter. Da muss ich doch wieder in den Gang. Das wird ja noch interessant, glaube ich. Jetzt könnte es aber auch langsamer zu Ende sein, wenn ich ehrlich bin. Mir tun ein wenig die Augen weh. Nach zu langem VR tun einem immer gern die Augen weh. Da ich hier jetzt aber auch nichts sehe. Es tut sich nichts. Vielleicht muss ich an jenes Bild ran, weil es. Oder an das andere, weil die so. So leuchten, als wollten die was von mir. Ich verstehe es nicht. Es ist aber hoffentlich nicht jetzt wieder irgendwie verbuggt, oder? Vielleicht muss ich mir auch die Puppe nochmal genauer anschauen. So, freundliche Puppe. Möchtest du mir irgendwas sagen? Mir irgendwie helfen. Muss ich hier was nehmen? Tja, also jetzt gerade wirkt so, als sei es aber jetzt verbuggt. Ja, oh je. Das soll einer finden, ey. Das war also nicht schlecht, aber der ist ja echt gut versteckt, ne? Also in so einem. Boah, das ist die hellste Kerze, die ich hier gesehen habe. Boah, ist verdammt hell, die blendet mich unterm Headset tatsächlich. Ja, nicht übel, nicht übel. Also es. Oh. Ja. Oh. Natürlich hängt sich so jemand, jemand, so etwas an die Wand. Natürlich. Oh. Nee, oder? Da wird ein Schlüssel benötigt. Alles klar. Ja, dann suchen wir jetzt einen Schlüssel, wa? Langsam tun mir auch die Beinchen ein bisschen weh. Ich sollte mich mal hinsetzen. So lange stehen, in dem Alter. Ihr wisst schon. Go to fucking gym. Das gleiche Bild. Und ein Schlüssel. Kannst mir gar nichts. Oder? Siehst du? Ist wieder verschwunden, hast Angst vor mir. Idiot. Na mach doch deinen Scheiß! Diese Flamme, meine Fresse. Aha, jetzt habe ich einen Schlüssel, jetzt ist die Tür aber von alleine aufgegangen. Ja, hallo, Valak! Das sieht jetzt aber irgendwie cool aus. Will? Sind so diese krassen Übergänge so zack und bist wieder woanders. Die finde ich teilweise ein bisschen doof. Jetzt gerade hätte irgendwie besser gepasst. Hallo? Tatsächlich. Was hast du eigentlich in der Hand? Also ich habe einen Schlüssel, ich habe einen Controller. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hin soll.
Ja. Ah, du bist die aus der Badewanne. Die, wo Teile fehlen. Ich weiß es aber leider nicht. Ja, wenn die jetzt so noch ein paar Geräusche machen würde, wäre auch nicht schlecht, aber okay. Telefon. Nicht mal ein Telefon, das ist ja ein Telegraph. Das nimmt ja hier kein Ende. Was ist denn los? Das ist ja heftig. Ja, ich würde wohl dahin müssen, ne? Okay. Jetzt muss ich wieder woanders lang. Also, aber stockdunkel, ne? Da hätten sie jetzt echt einem eine Taschenlampe an die Hand geben sollen. Das ist ja... Also, ich orientiere mich jetzt einzig und allein an der Wand hier. Rechts von mir. Und jetzt bin ich völlig im Dunkeln. Hello, darkness, my old friend. Ich bin völlig im Dunkeln. I've come to talk with you again. Ist alles weg? Ja, ich glaube, es ist kaputt. Schade. Da hätte ich jetzt gerne noch das Ende gesehen. Wenn nicht sogar, dass das Ende ist. Aber dann wird mir ja zumindest mal das Spiel sagen, dass es zu Ende ist. Ist jetzt echt schade. Ist kaputt. Ich werde es trotzdem hochladen. Weil habe jetzt auch fast eine Stunde, glaube ich, dann für gebraucht. Zumindest mal locker 40 Minuten. Und ja, ein bisschen zurechtgeschnibbelt. Kommt das dann auf den Kanal. Ist jetzt dann halt an der Stelle zu Ende. Und schade, dass es jetzt hier tatsächlich doch nicht weitergeht. Nochmal fange ich es aber tatsächlich nicht an. Da war es mir jetzt doch ein bisschen zu lang für. Ja. Okay. Auf jeden Fall an euch recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, gern einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr das selber gespielt habt und irgendwie ans Ende gekommen seid, auch gerne im Kommentarbereich erwähnen, dann können wir da vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen, weil ich werde es, wie gesagt, jetzt nicht nochmal anfangen. Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt hier mit einem ziemlich dunklen Bildschirm und freue mich, wenn ihr beim nächsten Horror wieder mit dabei seid. Natürlich nicht vergessen teilen und so weiter. Dankeschön und tschüss.